Woraus machen wir das? Die Wände jetzt, ne? Die Außenwände vom Haus, meine ich. Oh. Da klingelt der Wecker. Geh weg. Okay. Ich sollte vielleicht mal die anderen Wecker ausmachen. Moment, ich mach das mal ganz kurz. Ja, eigentlich hätte ich jetzt aufstehen müssen. Das Gute ist aber, dass ich irgendwie von selbst viel, viel früher wach geworden bin, als der Wecker geklingelt hat. Ich war schon 7 wach, obwohl ich erst um 10 hätte aufstehen müssen heute. Von daher, alles easy. Und da habe ich mir gedacht, naja, nutzt du die Zeit doch einfach mal und nimmst Minecraft auf. Warum nicht? So. Tja. So, dann bauen wir mal den Boden schon mal. Wisst ihr, was ich jetzt mal als allererstes mache? Ich baue mal das hier zu, wo ich runterfallen kann. Da kann ich nämlich in Ruhe bauen, ohne Angst haben zu müssen, da ich mich gleich voll auf die Schnauze lege. So. Ist doch schon viel angenehmer. Jetzt können wir nämlich hier völlig ohne Angst rumlaufen. Ups, ich habe jetzt gerade eins verbaut. Das macht nichts. Kann man ruhig mal machen. Wir sind ja eh so reich, weißt du? Wir sind eh so reich. Aber das Lied kenne ich. Irgendwoher. Keine Ahnung. Ups. Gut. So. Tja, was gibt's ansonsten Neues? Das Rocket League YouTube Classic Turnier. Ich will nicht, ehrlich gesagt, über aktuelle Themen reden, weil ich eben nicht weiß, wann diese Folge rauskommt. Folge 200 hält einfach alles auf, in Minecraft zumindest. Aber, naja, mal gucken, wann die rauskommt und wann dann eben diese Folge auch rauskommt. So. Haben wir erstmal den Boden. Das wird also das Wohnzimmer. Schön geräumig, muss man sagen. Schön hoch auch, wenn man die Decken mal hier und die Säulen mal als Decken nimmt. Kann sich das schon recht gut vorstellen. So, dann machen wir hier nochmal den Flur weiter. Sehr großer Flur, sehr geräumiger Flur auch. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Vielleicht machen wir dann da in die Ecke so eine Küche rein. So eine moderne Einbauküche. Halten wir das Haus einfach mal ein bisschen offener. Würde ich sagen. Schwarzholzbretter, gut. Wir müssen mal neue Stufen machen. Das könnten wir eigentlich machen, ne? So ein bisschen moderner gehalten alles. Könnte doch ganz geil aussehen. Mal gucken. Das können wir uns ja alles noch überlegen. So. Ups. Ja, im Verbauen bin ich gut, wie man sieht. Das geht ganz schnell, das geht leicht von der Hand. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Zack und zack. Oh. Das war jetzt wenig. Mensch. Hier könnte man einen Balkon hinmachen eigentlich. Theoretisch. Ich meine, why not? Hier muss ein Geländer drumherum, finde ich. Ha, haha, so. Woraus machen wir die Wände? Ist ja jetzt erstmal egal, woraus wir die Wände machen. Die Außenwände können wir dann trotzdem noch dran klatschen, das ist ja kein Problem. Aber von innen soll es natürlich auch schön aussehen. Vielleicht mal wirklich aus Wolle. Wir testen es einfach mal, wie es aussähe. Ich glaube, es sähe sehr edel aus. Und damit natürlich genau das Falsche für uns. Für uns räudigen Leute. Ich glaube, es sieht schön aus. So, jetzt auch noch die trendige Hippie-Musik hier. Yeah. Richtige Lounge-Musik. Zu dieser Lounge, die wir hier gerade bauen. Willkommen in der Frittenfriseur-Lounge. Wir laden Sie alle herzlich dazu ein, Teil unseres Projekts Minecraft zu werden. Gerne begrüßen wir Sie hier in unserer launchigen Behausung, in unserer Let's Play Welt. Und wenn Sie möchten, seien Sie doch gerne mit dabei, seien Sie ein Teil
dieses Let's Plays und genießen Sie die Folgen bei launchiger, cooler Lounge-Musik. Entspannt euch das? Dieses Gummigeblubber? Mich nervt's. Spaß! Die Musik ist wirklich cool, also die neue Playlist gefällt mir bislang schon sehr, sehr gut. Muss ich ja ehrlicherweise zugeben. So, ich würde sagen, wir machen das hier sogar bis auf den Boden runter. So. Das sieht geil aus. Dann der Ausblick. Leider haben wir jetzt die Sichtrate nicht so weit. Ah, schade eigentlich. Ich würde sie gern weitermachen. Aber dann fängt sie wieder das Ruckeln an. Heute ist irgendwie der Laptop auch sehr, sehr instabil, muss ich sagen, was die Leistung angeht. Irgendwie ist da der Wurm drin. Ich muss ihn nur noch finden. Ups. Oh ja, nee, das, ich finde, das kann man so machen. Ist halt jetzt sehr, sehr weiß, ja, aber auch sehr, sehr cool irgendwie. So, wir gehen nochmal runter. Moment. Ein, was möchte ich gerade mal testen. Ein Anfang. Wie machen wir das eigentlich hier? Was kommt hier für eine Wand hin? Einfach Glas? Einfach Glas wäre geil. Hier einfach eine komplette Glasfassade hin. Hier Glas hin. Boah, das wird voll die moderne Bauhauswohnung, ey. Krass, war jetzt gar nicht so geplant, ehrlich gesagt, aber es entwickelt sich dahin. Liegt wahrscheinlich auch daran, einfach am Texturenpack. Könnte ich mir gut vorstellen. Haben wir hier ein moderneres Texturenpack und zack fängt der Fritte an, hier die modernsten geilen Häuser zu dieser sehr, sehr coolen Musik, wie ich schon erwähnt habe, zu bauen. Krass, ne? Ich glaube, es macht die musikalische Untermalung tatsächlich, die mich jetzt hier zu einem anderen Menschen macht. Zu einer völlig anderen Persönlichkeit. Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht hat das wirklich einen Einfluss. Wobei, warte mal. Boah, jetzt werden wir richtig trendy. Hier ist eine Werkbank. Wie geht denn das? Wie kann man ein Glas färben, meine Freunde? Nicht so? Wie denn dann? Ups, oh nein. Ich guck mal ganz kurz. Minecraft-Wiki durchsuchen, ja. Gefärbtes. Das Glas. Vielleicht lernt ihr auch ihr etwas. Gefärbt. Glas. Suchen. Suchen. Gefärbtes Glas. Oh ja, da hat schon was gefunden. Gefärbtes Glas. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für die ultimativen Informations, falls ihr es noch nicht kennt? Ich lese es jetzt einfach mal vor, für alle, die es nicht kennen. Alle 16 gefärbten. Das gefärbte Glas ist ein Block, der zusammen mit den gefärbten Glasscheiben eingeführt wurde. Wie bei Wolle, Teppich und gefärbten Ton gibt es 16 verschiedene Farben. Weiß gefärbtes Glas ist nicht identisch mit ungefärbtem Glas. Eigenschaften. Gewinnung. Neu mit der Version 1.9. Magenta-Glas kommt als einziger Glasblock in Endsiedlungen natürlich vor. Endsiedlungen? Was sind Endsiedlungen? Ach, so wird das gemacht. Okay, gut. Zum Glück habe ich mein neues Smartphone. Denn dadurch geht das jetzt alles leichter. So muss man es machen. Da kriegt man gleich 8 raus.
Okay, das ist ja geil. Da kriegt man gleich 8 raus. Scheiße, da hätten wir jetzt ja doch grüne machen können, ne? Da machen wir auch mal grüne. Hellgrüne würde ich mal ganz cool finden. Pass auf, wir machen das jetzt einfach mal. Machen wir es so. Kriegt man gleich 8 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, macht auch Sinn. Ist auch fair. Ist sehr, sehr fair gemacht, muss man sagen. Pam, 16 Scheiben. Geil. Sieht ja mal echt geil aus, muss man sagen. So. Wolle legen wir jetzt mal noch nicht weg. Wobei die drei Wolle. Wir legen sie mal weg. Ne, Wolle hat ja eine extra Kategorie. Wolle war ja eine extra Kategorie, ich erinnere mich. So, pass auf. Plopp. Ah, wir konnten euch alles aufnehmen. Wir können aber das Glas hier schon mal zum Glas reinlegen. Glas. Glas. Und Wolle hatte hier seinen Platz. So, dann machen wir hier die Farbstoffe rein. Boah, das wird ja jetzt cool aussehen. Glaube ich zumindest. Oh. Na egal. Oh. Sieht auch nachts sehr schön aus. Beleuchtung müssen wir noch anbringen. Wir gehen erstmal schnell schlafen. Vielleicht müssen wir da auch noch mal in den Nether gehen und uns Glowstone holen. Ich glaube nämlich, allzu viel von dem Zeug haben wir nicht mehr. Ich hatte gerade gedacht, wir hätten Schritte gehört. Wir spielen auf schwer. Ja, wir spielen auf schwer. Wir gehen nur scheinbar immer sehr zeitig schlafen. So, wir gucken mal, wie das hier aussieht mit der hellblauen Glasscheibe. Und im Vergleich dazu die grünen Glasscheiben. Sieht beides sehr cool aus und ich würde das, glaube ich, sogar lassen. Auch wenn es jetzt zwei verschiedene Farben sind. Ich finde das sehr geil, ehrlich gesagt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Eure Meinung natürlich in den Kommentaren. Auch wenn sie abweicht, darf sie gerne kundgetan werden. Wir können es ja auch noch immer ändern. Keine Frage. Aber ich finde das hier schon mal sehr, sehr geil bis jetzt. So, haben wir hier ein schönes Fenster. Leider sind hier diese ganzen Striche dazwischen. Das stört jetzt so ein bisschen den geilen Ausblick. Schade eigentlich. Aber ist halt jetzt so, ne? Ist halt jetzt so. So. Hier machen wir Gläser hin. Da, 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 da. Da 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 da. Hey, gut, dass wir die anderen Glasblöcke abgelegt haben. Wie sieht das denn bisher aus? Sehr, sehr schön. Boah, das wird ein Traum hier. Wahnsinn. Ich bin echt ein bisschen begeistert. Vielleicht merkt man es mir an. Ich finde das hier richtig cool. So, Glas. Nehmen wir noch was mit? Nehmen wir noch Apps mit? Und eigentlich können wir uns dann gleich mal einen Vorrat machen an bunten Glasscheiben, weil das richtig cool aussieht hier, finde ich. Yep. Noch mal kurz geguckt, ne? Noch mal kurz geguckt, ob es auch wirklich cool aussieht. Ja, es sieht immer noch cool aus. So, lassen wir das hier offen. Ja, wäre ja eigentlich schon komisch, wenn man hier einfach ein Wohnzimmer, das zieht ja an wie Sau. Auf der anderen Seite da jetzt Türen einbauen, würde halt alles so ein bisschen ruinieren. Ich lasse es jetzt erstmal offen. Ich lasse es jetzt erst einmal offen. Da 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 da. So, was können wir hier hinbauen? Ich überlege noch. Ich überlege noch.
Abstellkammer oder sowas. Aber wobei eine Abstellkammer macht keinen Sinn, wenn wir einen Stock weiter unten das Lager haben. Wobei eine Abstellkammer eigentlich eine coole Sache wäre. Würde hier auch so in diesen kleinen Raum passen, weil es einfach so ein kleiner Raum ist.